Willkommen zurück bei Skyrim, nachdem wir im letzten Part ja Pale zurückerobert haben, gehen wir jetzt nach Rift. Ihr braucht doch keine Angst vor mir zu haben, ich tue euch doch nichts. Batsch! Okay. Das können wir mal mitnehmen. So. Ja. Bisschen Nahrung. Ist ja auch nicht schlecht. Brauchen wir ja. Schaut mal, wie dünn wir sind. Wartet. So. Was war das? Naja. Wir marschieren hier erstmal weiter. Da vorne ist ein Wolf. Noch einer? Nein. Okay. Hier gibt es auch irgendwo wieder einen Drachen, wie man oben schön sehen kann. Hier sollen wir hin. Mit wem sollen wir reden? Bleibt auf der Habt ihr eine Meldung für mich? Die schon wieder. Der General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich und für Himmelsrand. Meld mich zum Dienst. Für euch geht es Richtung Rifton. Meine Spione melden, dass der Vogt des Jarl, Anuriel, Abmachungen mit der Diebesgilde getroffen hat. Es wäre sehr peinlich für ihn, wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekäme. Ihr müsst Beweise für ihre korrupten Machenschaften finden und sie verwenden, um sie zur Mitarbeit zu überreden. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Die Wachen des Jarl sehen es nicht gern, wenn Fremde die Privatgemächer des Vogts durchwühlen. Bis zum nächsten Mal. Toll. Nein. Nein, das... Die Rebellen vergessen gern, das ist das Kaiser. Machen wir nicht. Ich esse, dass den Bund von Himmelsrand fernhält. Auf jeden Fall machen wir das noch nicht. Wartet mal. Und zwar machen wir das... Wir sind doch selbst bei der Diebesgilde. Und zwar würde ich mal meinen, wir machen mal... Das hier. Dazu müssen wir nach hier oben. Da war... Und zwar können wir auch nicht selbst gegen die Diebesgilde arbeiten. Das geht ja nicht. Ich habe nach euch gesucht. Huch. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ein Kurier schon wieder. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Ich kann euch nicht besiegen. Hallo? Oh shit, Drache. Hey. Warum kämpft ihr nicht gegen den Drachen? Ja, toll. Das war schon alles? Wirklich? Sag mal, sind die denn bescheuert? Greift ein Drache. Oder war es jetzt, weil ich T angegriffen hab? Also, warum seid ihr in die Armee eingetreten? Ich habe mich ge... Das machen wir noch mal. Mal schauen, ob der Drache wieder direkt angreift. Wenn ja...
Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ich habe nach euch gesucht. Alles der Kollege wieder. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Oho. Diesmal kein Drache? Halt! Im Namen des Jarl! Im Namen des Jarl! Keine Bewegung! Hä? Ja, uiuiui. Bis zum nächsten Mal. Ich halte mich da raus. Doch ein Drache. Jemand muss mir helfen. Okay. So, Moment, jetzt müssen wir erst schön, wie der rumsitzt, oder? Ich würde mal sagen, wir werden mal den Drachen vergiften. Gift der Furcht. Nein, fliehen ist doof. Na! Schön, dass der immer als andere verbrennt, nur uns nicht. Hoppala! Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Zaubertränke, lasst uns irgendeine Ausdauer. Wo ist er? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben ihn nicht getroffen. So. Hui. Pfeile haben wir ja genug. Wo ist er? So. Aua. Wo ist der? Genau über uns. Hä? Da hinten fliegt er. Verdammt, wir müssen deinen Rüstungswert irgendwie mal senken, sonst... So. Mist!
Ah, hat er uns doch noch gekriegt, dieses hässliche Drachenvieh. Naja. 2-0 für den Drachen. Würde ich mal meinen. Auf in Runde 3. So. Da kommt der Kurier. Hallo? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. In Dämmer... Das war's dann wohl. Ich muss los. Da kommt er. So. Erstmal gespeichert. Ups. Und jetzt... Oh. Magie. Schreie und den. Wow. Heieiei. Bogen. Aua. Wo ist der? Ah. Drache. So. Daneben geschossen. Wo ist er? So. Hä? Wow. Was? Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwas. Nein! Dann könnt ihr. Hallo? Gehen, sobald ihr die Strafe. Ey, soll es ein Witz sein? Da helfen wir hier der Stadt, den Drachen platt zu machen. Und zur Belohnung werden wir verhaftet? Ey, nee. Jetzt haben wir fast unser ganzes Gold schon wieder drin. Haha. Blöde Wache, du. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Vom Himmel kam da, meine Güte. Ist doch nicht so schwer. Wo kommt. Ey, Leute. Ein Drache kommt vom Himmel, hm? Die können nämlich fliegen mit den Flügeln. Schön, andere Frage. Wie komme ich dahin, wo ich hin will? Wahrscheinlich nicht durch die Luft, denn wir können nicht fliegen. Wir haben keine Flügel. Das hier sieht aus wie ein Weg. Dann gehen wir hier nochmal lang. Das ist ein Huhn.
toll. Was macht das Huhn denn da? Hier ist es sehr, sehr schlechte Sicht. Ist hier. Eine Schneeziege. Ich glaube, da unten müssen wir hin. So. Sieht doch ganz gut aus. Kommen wir auch irgendwo runter, ohne uns den Hals zu brechen? Ja, hier, sehr schön. So. Das ist besser, als herumzusitzen und über Magie zu sprechen. Hallo? Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Warum ist dieser Ort so wichtig? Uns interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Okay. Gehen wir. Also gut. Bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein. Aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Eigentlich sicher? Und schwupp, rein da erstmal. Wie einige von euch vielleicht wissen, war Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Zwar die größte. In der berüchtigten Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Okay. Das ist eine aufregende Gelegenheit. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nö. Ah ja. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Okay. Also gut, alle miteinander. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß haben. Dann gehen wir da doch mal hin. Wo auch immer das... sein mag, Hol, vorsichtig. So. Hier lang, hierher. Ah, da ist er ja. Na gut. Dann werden wir das hier im nächsten Part machen, Freunde. Ich sag bis dann und ciao.